So soll sie einmal aussehen, die neue Firmenzentrale der IT-Sicherheitsexperten der SÜS GmbH. Die Tübinger Firma hackt sich im Kundenauftrag in deren Netzwerke, um die Sicherheit zu prüfen. In der Schaffhausenstraße baut sie derzeit ein Gebäude für bis zu 280 Mitarbeiter. Firmengründer Sebastian Schreiber hatte für den feierlichen ersten Spatenstich einen außergewöhnlichen Mitarbeiter engagiert. Einen Roboter aus Ilmenau in Thüringen. IT bewegt sich heute nichts mehr. Das siehst du auch an mir. Wie heißt denn der Roboter? Der Roboter heißt im Grunde genommen 3GR. Was macht der Roboter, wenn er keine Spatenstiche macht? Dann macht er ähnliche marketingtechnische Dinge, also dafür ist er gebaut worden. Und sein Urahne sozusagen war bei uns als Barkeeper beschäftigt. Und was kann er noch sonst? Ja, er lässt sich im Grunde genommen relativ frei programmieren. Das heißt, er kann jegliche Dinge, oder das wäre übertrieben, viele Dinge machen, die man möchte, und sieht dabei hoffentlich gut aus. Trotzdem war diese Veranstaltung hier eine Herausforderung, die ich auch am Anfang so nicht gedacht hätte, weil doch durch die Kräfte, die beim Spaten wirken, und das Gewicht des Spaten sind dann doch für den Roboter eher grenzwertig. Also Herr Schreiber, jetzt haben Sie hier einen Roboter, der für Sie den Spatenstich gemacht hat. Haben Sie den denn schon auch mal selbst gehackt? Wir machen regelmäßig Angriffe gegen Automatisierung, haben also auch schon Fertigungsstraßen gehackt, die Roboter in Kraftwerken, aber diesen kleinen süßen Roboter haben wir noch nicht angegriffen. Wenn Sie ihn jetzt angreifen würden, kämen Sie denn rein und was würden Sie ihn tun lassen? Also ich kann Ihnen sagen, Angriffe auf Roboter sind eine sehr komplizierte Angelegenheit. Man muss meistens irgendwelche Barrieren überwinden und kann dann erst das System direkt angreifen. Und dann ist eben die Frage, was der Täter machen möchte. Er kann sabotieren, er hat die Möglichkeit, eben auch eine Tatenschaden auszurichten. Und wenn der Roboter als Beispiel die Brennstäbe in einem Kraftwerk raus und rein fährt, dann kann da in der Tat ein Schaden für Mensch und Leben resultieren. Die Gefahr besteht bei 3GR wohl eher nicht. Beim Schaufeln braucht er noch menschliche Hilfe, sonst hätte er nicht einmal genügend Sand. Und auch sein Chef fürchtet sich nicht vor einer fremden Übernahme. Sein Roboter hat keine Internetverbindung. Also den Roboter können Sie nur hacken, wenn Sie ein Kabel in den Allerwertesten stecken.